Willkommen zur Scheißrot-Tracker-Saison Nummer 10. Es geht wieder los. So, wie man leicht sehen kann, es hat geschneit. Anderthalb, zwei Tage lang fast. Wir haben so 30 cm Neuschnee bekommen über Nacht. Oder über einen Tag verteilt. Gestern war der Traktor da. It's this time of the season again. Ja, die Straßen sind halbwegs geräumt mittlerweile. Gestern war schon wieder sehr viel gesperrt in Manitoba und in Norddakota. Und ich hätte gestern schon losfahren können. Hab's mir dann aufgrund der Straßen anders überlegt. Ich fahre heute und hole morgen einen Sprayer ab. Und das bedeutet, ich fahre leer die 1090 Kilometer runter zum John Deere-Kunden in Ankeny, Iowa. Weil wir das immer so tun. Nicht, dass ich mich dran gewöhne oder das gut finde, aber ich habe keine andere Chance. Weil ich faul bin. So, wenn man im ländlichen Teil lebt, dann sind die Straßen immer sehr schlecht geräumt, beziehungsweise erst sehr spät. So, die großen Straßen werden zuerst geräumt und dann die kleinen. Da muss man halt ein bisschen vorsichtiger fahren am Anfang. Ja, Winnipeg. Ich habe da voll mit gerechnet, dass ich irgendwie den Trailer vom Schnee befreien muss. Und dass ich habe extra einen Besen mitgenommen. Ja. Okay. 524. Da ist er. Das ist mein Trailer. Nichts mit Schnee. So kann man sich täuschen. Nur Dreck. Kein Schnee. Sehr schön. Das ist derselbe Trailer, den ich letzte Woche abgestellt habe. Den hatte ich letzte Woche auch schon. Blinker geht. Reifen sind gut. Ja, ich hatte den ja schon. Von daher weiß ich, dass der gut funktioniert. So, minus 4. Ein bisschen windig. Los geht's. Ab ins Warme. Hält ja keiner aus hier. So, neue Tour, neues Geld, neues Glück vielleicht auch, obwohl ich mit meinem Glück ganz zufrieden bin, brauche kein neues. Ja, also,
Es geht wieder los mit der Wintersaison. Ich freue mich ein bisschen drauf, muss ich mal sagen. Kann ich nicht anders sagen. Ich erwarte einen normalen, vielleicht etwas schwächeren Winter. Es wird ja immer ein super starker Winter vorhergesagt, jedes Jahr. Die letzten zwei Jahre hatten wir irgendwie einen überschaubaren Winter, sage ich mal so. Das ging ganz gut. Und da der jetzt so spät angefangen hat, wir haben ja jetzt schon Ende November, also heute ist, ich habe keine Ahnung, der 25. eventuell, ich weiß es nicht, oder ist heute der 18. Ich habe keine Ahnung, ich glaube es ist der 25., nee Quatsch, ist ja gar nicht Montag, was erzähle ich denn? Heute ist Donnerstag, der 21., jetzt weiß ich es, genau. Ich bin zeitlos glücklich, wie man sieht. Ich hatte mich eigentlich schon für Dienstag freigemeldet, also für eine neue Tour angemeldet, aber da kam nichts. Und dann hieß es Donnerstag das Sprayer abholen und dann hieß es, ach nee, warte mal, ab Freitag ist der ja erst dran. Ne? Ja, und dann habe ich gesagt, dann kann ich mir auch Zeit lassen. Dann kann ich den jetzt muss ich schon wieder anhalten, weil bei mir im Trailer einer von diesen Outrigger Support Brackets wie heißt das auf Deutsch? Outrigger Support Brackets die Trailer Verbreiterungsbretter, die Halterung davon ist gerade rausgeklappt. Eine von denen, da sind ja so zig auf jeder Seite. Eine ist gerade rausgeklappt. Und ich fahre viel zu schnell. Ach, hey. Ich bin vollkommen abgelenkt gerade. Ruft bestimmt gleich die Firma an. Naja, auf jeden Fall. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich bin wieder unterwegs nach Süden. Die nächsten paar Videos, die nächsten Touren werden bestimmt noch relativ langweilig werden, weil diese Straßen, weil wir halt gerade nicht allzu viel zu tun haben. Wie gesagt, dann meldet man sich auf den Dienstag wieder good to go und dann kriegt man erst Donnerstag eine Ladung oder für Freitag und fährt dann trotzdem noch 1000 Kilometer leer. Aber so ist das halt momentan. Die geht auch zu einem Kunden, der ja relativ weit nördlich ist, östlich von Saskatoon, Saskatchewan. Von daher wird das auch dann eine lange Rücktour werden wahrscheinlich. Was ist mit dieser Straße nicht in Ordnung? Das gibt's doch gar nicht. Wird ja immer schlimmer. Die Straße wird schlimmer statt besser. Hahaha, so ein Idiot. Ja. So, ja, auf jeden Fall. Ich bin froh, überhaupt eine bekommen zu haben, eine Ladung. Von daher genieße ich die Fahrt. Und mal gucken, was es zu sehen gibt. Tanken in Grand Forks zum Beispiel. Oh, nein, wirklich?
Fertig. So, wie es aussieht, ist das nächste Schneegebiet im Anmarsch in Kanada. Ich werde wahrscheinlich den Sprayer nicht zum Kunden durchbringen erstmal, sondern morgen auf dem Yard abstellen, nach Hause fahren und einschneiden. Weil sie haben wahrscheinlich nichts, um wieder runterzufahren. Dann warte ich den Schneesturm zu Hause ab. Und ja, entweder bringe ich den dann nächste Woche weg oder ich habe was Neues. Es ist gerade alles sehr komisch. Ist alles unklar momentan, keine Ladung da, alle Fahrer sitzen rum. Eigentlich gute Zeit, um 2 Wochen Auszeit zu machen, wenn ich nicht gerade 3 Wochen Auszeit gehabt hätte. Verdammt. So, geladen. Ich ziehe mich jetzt um, weil ich bin angefeuchtet. Und dann fahre ich los. Ja. Da bin ich wieder. Auf der Straße. Mit Gegenwind. -6 Grad North Dakota. 8.50 Uhr Ortszeit. Langweilig. Ganz schön langweilig. Ja, Kurztour. 2,5 Tage. Ein Tag runter, ein Tag laden und dann wieder ein Stück zurück und heute den Rest. 2,5 Tage. Und ich fahre dann nach Hause. Der Schneesturm wurde inzwischen auf der Wettervorhersage schon ein bisschen abgemildert. Also wird es vielleicht doch nicht so schlimm in unserer Region. Wird eher schlimm im mittleren Saskatchewan, da wo dieser Sprayer hingeht. Den ich jetzt dann quasi nicht wegbringe, weil ich nicht Bock habe, in den Schneesturm zu fahren. Ich habe echt überlegt, es gibt ja gute Videos, sage ich mal, aber ja, habe ich irgendwie keine Lust zu, nur für ein Video hier alles zu riskieren und dann eh nur rumzustehen, weil ich nicht fahren darf und einzuschneiden. Nö, da fahre ich lieber nach Hause, bin dann 2 Tage zu Hause und werde Montagnachmittag wieder runterfahren, wieder leer. Standard mittlerweile und hole noch einen Sprayer, was sonst. Diesmal wieder einer mit Reifen und der geht dann auch nach Saskatchewan. Bis dahin sollten die Straßen geräumt sein, den kann ich dann vielleicht wegbringen. Dann ist nächste Woche Thanksgiving in den USA, 28. und 29. November ist, also 28. ist John Deere und am 28. ist Thanksgiving und da ist John Deere geschlossen und am 29. auch, wollte ich damit sagen. Von daher wird es auch eine entspannte Woche für mich nächste Woche. Ich habe die 60.000 Abonnenten geknackt. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Es haben nach meinem Aufruf im letzten Video ungefähr 40, 50 Leute noch dazu abonniert. Vielen, vielen Dank. Ich finde, für mich persönlich ist 60.000 ist schon so eine Hausnummer. Das ist, wie sagt man, dann nicht ein Meilenstein, weil ein Meilenstein würde ja bedeuten, es geht weiter. Ich denke, das Ende der Fahnenstange ist langsam erreicht, was Abonnentenzahlen betrifft. Weil auch andere Tracking-Kanäle, die sind so im ähnlichen Bereich in Deutschland. Ich behandle ja nur den deutschen Markt quasi oder bediene. Ich mache das ja nicht in Englisch. Ich habe mehrfach überlegt, ob ich es mal in Englisch mache, aber hier ist der Markt viel zu gesättigt und da habe ich irgendwie auch keinen Bock drauf. Ich habe das immer von Anfang an auf Deutsch gehalten und da ist eben der deutsche Markt beschränkt und begrenzt. Und solange ich nicht irgendwie einen auf coolen YouTuber-Influencer mache mit geilen Jump-Cuts und mit irgendwie voll krassen Sachen, da wird sich da nicht viel dran ändern. Mich gucken ja hauptsächlich
zum einen Fahrer aus Deutschland, klar, die sehen wollen, wie das hier läuft, und halt auch Leute, die einfach Bock auf amerikanische Trucks und amerikanische Landschaft haben, und da ist eben ein begrenzter Markt so. Das wusste ich eigentlich, ja, spätestens seit ich so 20.000 Abonnenten habe, war mir klar, irgendwann ist da nochmal Ende. Alle Kanäle, die viel mehr Abonnenten haben, da kann man dann schon fast von ausgehen, dass die nicht so ganz natürlich entstanden sind. Von daher, ja, Ziel erreicht, sage ich mal. Sie haben ihr Ziel erreicht. You arrived at your destination. Tja, was kommt jetzt? Was kommt jetzt mit dem Kanal? Nix. Es bleibt alles so, wie es ist. Ich überlege gerade so ein bisschen, vielleicht mal wieder das Betätigungsfeld zu wechseln. Aber das ist noch nicht spruchreif, das ist auch noch nicht in meinem Kopf schlimm genug drin, dass ich da jetzt wirklich mir Gedanken mache oder so. Das ist einfach nur so im Hinterkopf. Ich habe ja wieder meine Scanner-Mentalität-Probleme. Oh, der hat aber auch eine schöne Beule an der Seite hinten. Heieiei. Ja, so, ich muss ja ab und zu alle paar Jahre irgendwie was anders machen, was neu machen. Und ja, wenn es sehr, sehr langweilig wird und immer das Gleiche wird, dann gehe ich halt irgendwie ein. Von daher, mal schauen. Irgendwann muss ich mal wieder was ändern, glaube ich. Und ich erzähle es euch, wenn es soweit ist, dann könnt ihr davon ausgehen. Bis dahin fahren wir halt leer zum Kunden und Sprayer nach Hause. Ich denke mal, so spätestens im Januar wird dann irgendwann wieder die mähdrescher Zeit losgehen. Wir fahren ja immer so saisonal versetzt, sage ich mal. Also jetzt ist ja, im Sommer sind die Traktoren, im Frühwinter oder im Spätsommer kommen die ganzen Sprayer, damit die halt alle beim Kunden sind. Und unsere Kunden sind ja fast hauptsächlich Händler. Damit die Händler halt genug Sprayer haben für die Frühjahrssaison. Beim Winter braucht man keine Sprayer, weil den Schnee kriegst du nicht weggesprüht. Oh, der macht aber ordentlich Platz. Das ist aber nett. Das ist aber sehr, sehr ungewöhnlich. Nee, macht er nicht. Jetzt macht er wieder zu. Okay. Abgelenkt? Ja, Handy garantiert. Ja, Handy in der Hand. Mann, ey. Kurz habe ich gedacht, er hätte mich entdeckt und hat gedacht, oh, da machen wir mal Platz. Nein, er kann einfach seine Spur nicht halten. Naja, ja, im Frühjahr sind Sprayer gebraucht, die wir jetzt fahren. Und dann zur nächsten Erntesaison quasi werden ja dann die Mähdrescher gebraucht. Und die fahren wir dann halt so Januar, Februar, März meistens. Mal gucken, was da los ist. Ich habe schon ewig keinen Mähdrescher mehr gefahren. Außer die Experimental-Dinger aus Kanada Richtung Süden. Aber und was ich schon wirklich lange nicht mehr hatte, ist einfach mal ein Stepdeck und ein Flatbed. Und das ist wieder so typisch für meine Scanner-Mentalität. Selbst das würde mir an Abwechslung schon reichen, damit ich wieder über ein paar Wochen über die Runden komme mental. Einfach mal wieder ein Stepdeck fahren, ein Flatbed fahren, ein paar Header, ein paar normale Reifen oder von mir aus auch Oversize-Reifen, irgendwie sowas. Da bin ich für Monate happy. Aber immer den gleichen Mist und immer nur ein RGN und immer nur leer runter. Das geht mir auf den Sack. Das schlaucht mich. Ist halt so. Naja. Ach, übrigens, Moment. Wo ist es? Da ist es. Mein Anti-Mimimi ist alle. Da ist kaum noch was drin. Deswegen bin ich gerade so. Oh, das war das Letzte. Mein letztes Anti-Mimimi. Jetzt müsst ihr euch auf eine harte Saison einstellen, Leute. Ja, jetzt geht das wieder los. Und so endet diese Teilzeitwoche da, wo sie angefangen hat, im Winterwunderland. Irgendwie sieht es hier so anders aus als komplett überall sonst auf dem Planeten. Verstehe ich gar nicht.
Vielleicht in Churchill sieht es noch so aus, aber in Winnipeg bestimmt nicht.